Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir sind heute wieder am Start mit den Outtakes von Mädchen in Asozial 4. Wir haben uns mittlerweile schon das Making-of von der lieben Carina angesehen. Das Video ist schon online, Freunde. Wenn ihr das ansehen wollt, dann klickt gerne hier oben ins i, da kommt ihr direkt zu dem Making-of, zu dem Behind-the-Scenes-Video von Mädchen in Asozial 4. Und ja, jetzt bin ich gespannt auf die Outtakes, Freunde. Die Outtakes sind immer das Lustigste gefühlt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass bei dem Video, wo ich dabei war, keine Outtakes hochgeladen wurden. Aber ich muss dazu auch sagen, das habe ich auch in dem Making-of von Carina gesagt, wir haben die Takes alle sehr, sehr gut hinbekommen. Es gab nicht so viel, was wir verkackt haben. Deswegen konnten wir da keine Outtakes zusammenschneiden, denke ich mal, ja. Aber gut, Freunde, wir schauen natürlich jetzt direkt rein. Ich bin gespannt, die besten Outtakes von Mädchen Asozial Teil 4. Let's go, Freunde. Ganz kurz andere noch, ganz, ganz wichtig. Freunde, wir sind kurz davor, in irgendeiner Art und Weise kind of kurz davor, die 10.000 Follower auf Instagram zu erreichen. Also, wenn du mir noch nicht folgst, dann folg mir jetzt gerne auf Instagram. Ich werde ein paar von den Followern in meine Story reposten und mich bedanken. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Ich glaube, 900 sind es noch. Klar, 900 ist auch viel. Aber wenn ihr alle mitmacht, Freunde, die mir jetzt noch nicht folgen, erster Link in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar, FludaFlu auf Instagram, dann schaffen wir die 10.000 bald, Freunde. Da kommt noch eine Verlosung auf Instagram. Dann sind wir endlich cool und dann haben wir 10.000 auf Instagram. Danke, Freunde. Wir schauen rein. Let's go. Badadada. Bam Shop. Yeah. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Ihr kommt Hello. Sicherlich gerade von Mädchen in Asozial Teil 4. Auf jeden Fall wollte ich nochmal kurz erwähnen, so wie immer. Insider-Merch. Es gibt wieder drei neue Motive im BAM-Shop, Leute. Insider-Merch hier, hier und hier. Nur 2 Wochen erhältlich, das heißt, wenn ihr eins haben wollt, dann beeilt euch, denn danach gibt's die nie wieder. Auf Spotify gibt's viele, viele neue Vollversionen von den Märchen. Oh, stimmt. Freunde, da müssen wir richtig uns ranhalten. Da müssen wir uns richtig ranhalten. Ich werde heute oder morgen wieder mal ein, zwei aufnehmen, Freunde. Verdammt. Da müssen wir uns richtig ranhalten. Wir haben 5 Stück verpasst, glaube ich, mit den Vollversionen. I'm so sorry, guys. Gönnt ihr euch. Hört. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 4 haben wir verpasst. Hört sie euch an. Fuck. Eure Playlist. Die Songs gibt es ja auch auf YouTube oder YouTube Music. Auch nochmal ein Riesendank an Carina und Tom, die jetzt gefühlt zu uns gezogen sind und uns gerade bei jedem Projekt helfen, weil es einfach turbo viel True. Ist. True. True. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und natürlich auch nochmal ein Riesendank an die Mutter von Kelly, die Kelly so gut erzogen hat, dass sie auch immer bei den Drehs erscheint und immer Bock hat und immer happy und glücklich. Ist so. Und Props alles andere, was an Kellys positiv Mom. ist. Da würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights. Aber ich freue mich drauf, Leute. Outtakes. Ich freue mich drauf. Übelst scheiße. Irgendwas ist komisch. Das war wirklich die beste Szene. Das war wirklich die beste Szene mit Pinocchio und dann diesem russischen Akzent, den Drew einfach so random gemacht hat. Wirklich die beste Szene. Du, das minderwertiges Holz. Die kleine Eskimo. Oh nein, das Alter. Minderwertiges Holz. Das war wirklich nice. Dann geh ich nur ein paar Coins verdienen für dich. Mach schnell! Ey, das mit dem Bart war auch echt gut, Mann. Stimmt, das Szenen waren echt gut, Freunde. Da gibt es erstmal ein Like für. Das war echt nice. Bubble! Yeah! Yeah! Du hast deine Mann! Komm, jetzt ist auch noch. Mach deinen Herrn sturz und bring deine Seiten auf Null. Da. So richtig tief hier auf einmal hast du die Stimme. 3D-Mark. Хорошо. Holz. Holz. Oh Mann. Okay, jetzt können wir drehen. Ich frage mich echt immer, was passiert, wenn da random Leute so im Wald sind und einfach nachgucken und Pilze sammeln, was man halt so random im Wald macht, Freunde, ihr wisst es doch. Und dann sehen sie sowas.
komm her, seht ihr sowas? Zu mir in die Werkstatt. Oh Mann, Alter. Alter, das sieht echt so weird aus, Mann. Boah, so eine gute Laune. Du, ich hab das auch sehr witzig. Kelly hat voll Spaß dabei einfach. Boah, das ist eine lange Nase. Ey, sicher, dass du das hinkriegst? Erstmal ernsthaft. Ne? Kelly will unbedingt auf der Mauer rappen. Oh. Ich musste einmal bei einem Fotoshooting auf eine Mauer, die war noch kleiner als die. Die war ungefähr, es war ungefähr die Hälfte. Nee, ich muss auf so einen Zaun mich raufsetzen. Stimmt, ich musste mich auf so einen kleinen Zaun raufsetzen. So halt raufsetzen einfach und so in die Ferne gucken. Und hinter mir ging es auch, keine Ahnung, 10 Meter runter oder so. Aber halt so Gebüsch und Stein, alles richtig. Ich wäre RIP gewesen, wäre ich runtergefallen, ja. Und ich wäre echt fast runtergefallen. Ich hatte so einen langen Mantel an irgendwie und Schuhe. Ich glaube, davon gibt es noch keine Bilder öffentlich. Ich weiß nicht genau, aber nee, es gibt noch keine Bilder öffentlich. Auf jeden Fall saß ich da drauf und ich wäre echt fast runtergefallen. Es war richtig schlimm. Der Fotograf und die Set-Assistentin haben mir geholfen, mich da irgendwie raufzuprügeln, mich raufzusetzen. Und ich bin echt fast abgerutscht. Das war ein Nahtoderlebnis, ich schwöre es euch, Freunde. Deswegen habe ich keine gute Erfahrung mit solchen Shots. Alter, so ein Idiot, Mann. Ach, das kriegen wir hin. Bitcoins in der Tasche, Hans hat Glück. Du hast auch Fliegen im Gesicht. Ja. Das war echt so dumm, Alter. Das war so dumm, glaube ich. Wer ist auf die Idee gekommen? Kann ich zugeben, ist vorhanden gewesen. Ich habe heute meinen Shopping-Tag. Insider-Merch. Im Bandshop, für die Bui. Was? Da habe ich nicht mit gerechnet, sorry. Ey, das war auch so gut, das war auch so gut. Hier muss ich sagen, die Kombination aus André und Thomas war echt richtig nice. Ich bin bei der Arbeit. Alter, oh. Wir kämpfen für die Leber. Ja, du kannst hier dabei. Der Fuß einfach. Der Fokus ist einfach auf Andres Fuß gestellt. 7. Asozialer. Tom zeigt deinen neuen Skill jetzt. Wie ein krasser Blut ist. Yo! Oh, Spaß. Ey, der Kameramann ist übrigens der beste Kameramann. Für mich selber. Ja. Ja. Alles, was zu viel wackelt, das ist deine Schuld hier. 7 gekillt? Doch gut, ja. Also gute Erinnerung hier. Max, Kim und ich, wir waren hier, wir haben uns dann quasi über den Zaum gesprungen, haben uns hier reingeschlichen. Oh Freunde, als YouTube noch Sterne als Bewertung hatte. Ich komme aus dieser Zeit, Freunde. Damals, 2012, habe ich schon angefangen mit YouTube-Videos. Wir schauen uns irgendwann mal wieder ein paar alte Videos von mir an. Es gibt noch sehr viel, Freunde, was ihr noch nie gesehen habt. Fenster, weil der John hat hier so seine Lager aufgebaut gehabt, was mal PC. Wir sind irgendwann rausgekommen, haben uns mal versteckt, sind dann reingelaufen in dieses Haus, haben eine Decke geklaut, sind über den Zaun gesprungen mit der Decke und dann nach Hause gefahren. Da hat er keine Decke, kann nicht schlafen. Voll gemein, Alter. Die Bullen gerufen. Hä? Voll gemein. Oh, fuck. Bock zu küssen? Geil, oder? Ja, mir fällt jetzt erst diese mexikanische Musik auf im Hintergrund. Ja, sei witzig. Go. Okay. Ja, logisch. Du hast einen Kundig. Und dein Mord. So dumm. Zurück zu Momo. Ah, das tat echt weh. Ah, ich fühl's. Wallah, Mann, du bist so geil, Summer Flag!
Das sieht echt richtig eklig aus, Mann. Oh. Au! Oh mein Gott! Es ist viel zu viel! Ey, es muss auch so warm gewesen sein mit den Kostümen. Was? Ich hab versucht weiterzumachen, aber das hat Kopf verloren. Ich hab meinen Kopf verloren. Oh mein Gott. Oh Mann, Alter. Ich muss weitermachen. Geh erstmal Doppel-Apfel-Minze kaufen. Ich hoffe, ich kann das überhaupt lesen, ey. Was steht da? Ganz kurz, groß! Keine Ahnung. Ich hab irgendwelche Wörter gesucht. Ich hab alle richtig gesagt. Hallihallo, Hallöchen! Alina! 3, 2. Yo, das muss so lange gedauert haben, Alter. Ich krieg das. Ich hab das früher versucht. Ich hab so eins hinbekommen mit so. Also eine Karte und dann so. Mehr hab ich nicht hinbekommen. Leute, ich hab mein ganzes Haus gebaut. Alleine! Interessiert uns nicht, Thorsten! Leute, ich hab eingelocht beim ersten Mal! Dieses Ruhe, das habe ich bei Carina schon gesehen im Making-of. Da ruft schon jemand. Hast du das gehört? Ruhe! Oh nein, Alter, diese Szene. Die schlimmste Szene. Ah, Mann, sowas, den Schmerz fühle ich. 2, 1. Goldene Haut. Oh nein, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? André lacht einfach nur. Wir dachten wegen Zentau. Da ist natürlich Erik wieder am Start, ist eingesprungen. Wird er jetzt auch zum Einhorn. So, Erik wird wieder präpariert. Können wir bitte festhalten, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme? Kannst du nicht vergessen. Bitte. Also von 0 auf 1 Euro. Das ist gar nicht wirklich so richtig sad. Der Arme. Ja. Cool. Hey. Hä? Sie machen einfach Fotos. Wollen aber selbst nicht zu sehen sein im Video. 3, 2, 1. Proteinpulver! Ey, das war so geil. Das war so geil, Mann. Das sieht echt krass gut aus, wie sie das gefilmt haben. Was ist das da? Proteinpulver. Proteinpulver. Ja, mach so, wie du möchtest. Okay. So macht es der blöde Hans auf dem Weg. Er ist blöd. Hans ist blöd. Alles ist blöd. Blödes Märchen. Märchen ist blöd. Ihr seid auch blöd, ihr Zuschauer. Ey, André, das nehme ich persönlich, ja. Freunde, das war's tatsächlich schon mit dem Outtakes von Märchen Asozial Numero Uno, Dos, Tres, Cuatro, Freunde, ja. Spanisch hatte ich einen Punkt im letzten Zeugnis. Huch. Gut, Freunde, das war auf jeden Fall die Outtakes, sehr lustige dabei. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Teile, Freunde. Ju und seine Crew sind jetzt erstmal im Urlaub. Ich weiß gar nicht, wie lange. Auf jeden Fall sind sie erstmal im Urlaub, aber sie haben vorproduziert, Freunde. Keine Sorge, sie haben vorproduziert. Und ja, das war's an dieser Stelle mit diesem wunderbaren Video, Freunde. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen. Link zum Original ist natürlich ganz oben in der Beschreibung. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns. Bis dahin, bleibt fresh, so wie immer, Freunde. Und ciao.